versprochen, zeige ich euch jetzt, wie man meinen Lieblingsstroller macht. Ich habe es für euch angenadelt in hell, das seht ihr auch gleich. Ich wollte euch aber noch einmal zeigen, wie es aussieht in blau. Und zwar, ich weiß nicht, ob Goldstück ein bisschen dran zoomen kann. Ich habe es mit Mohair, also wir haben es mit der Exquisite gemacht. Exquisite vierfädig. Das ist mit Exquisite vierfädig und ein beigen Mohair. Und das ist Exquisite gleiche Farbe mit einem weißen Mohair. Ich mache es tatsächlich in mehrere Schattierungen, also einmal weiß und einmal beige. Da könnt ihr im Grunde genommen selber aussuchen, was euch am besten gefällt. Ihr kennt mich. Ich mache ja immer Shishi. Mein Shishi ist blau-weiß karierten Schleife. Das mache ich an beide Enden. Ihr werdet brauchen dafür einmal Exquisite vierfädig, also Vorklei, und zweieinhalb Mohair, euer Wahl, euer Farbe. Ich würde euch anschließend unten verlinken, die Farben von der Exquisite vierfädig, und verlinke euch mit den Mohair dazu. Ich mag es gerne Ton in Ton und hoffe, das mögt ihr auch gerne. Und jetzt schaut euch mal an, wie wir das für euch gehäkelt haben. Es folgen natürlich auch Bilder und wir freuen uns über einen Daumen hoch, über ein Klingelingeling für die Glocke. Abonniert uns gerne, gerne. Und wenn ihr die Bilder sehen wollt, Wollhaus, Stricken, Häkel und mehr, hier fliegen die Krähen, Raben, was weiß ich. Wollhaus, Stricken, Häkel und mehr bei Facebook. Oder wir sind natürlich auch bei Instagram, aber Wollhaus, Stricken, Häkel und mehr bei Facebook werdet ihr ganz viele Bilder davon sehen. Ich freue mich, euch da zu begrüßen. Habt einen schönen Abend noch und bis bald. Ihr Lieben, ich habe euch ja versprochen, euch zu zeigen, wie man meinen schönen, ja, fluffigen Stroller macht. Also, ich habe genommen, meins habt ihr ja gesehen, das ist ja blau, das ist die Exquisite und ich habe Mohair von uns genommen. Und damit ich es euch zeige, weil auf helles Garn ist einfach netter zu sehen, also leichter zu erkennen, habe ich einen vierfädigen Sockengarn genommen. Ich lüge, das ist ein vierfädigen Exquisite auch tatsächlich. Und ein Rest von Mohair, was ich habe. Also, schaut mal zu. Man macht als erstes einen Knoten. Mit beide Fäden. Also einen Knoten und macht dann, hält man hier fest und macht dann 1, 2, 3 Luftmaschen. Ich häkel tatsächlich mit der 4,5. Ich liebe diese Zingnadel. Also, dann macht man eine feste Masche in die erste Luftmasche, die ihr habt, macht man eine feste Masche. So, das ist im Grunde genommen unsere erste. Dann ziehen wir hoch. Also, ihr müsst ein bisschen auf euer Tension, auf euer, auf die Spannung, danke. Goldstück sagt mir gerade Spannung, das englische Wort fiel mir ein. Also ein bisschen auf die Spannung achten. Ungefähr 2 cm hochziehen eure Masche. Faden um den Nadel, hier festhalten auch, Faden um den Nadel, durchziehen und hier könnt ihr sehen, hier ist ein Loch. In diesem Loch macht ihr wieder eine feste Masche und somit habt ihr schon den ersten Knoten. Eure Finger nehmen und hier diese feste Masche festziehen, wieder, ihr müsst es ein bisschen raus haben, nicht, dass es mal so ist und mal so, also ihr müsst es ein bisschen raus haben, ein bisschen üben vielleicht, ein bisschen raus haben, wie viel, welche Länge ihr euer Knoten macht. So, wieder um den Faden, um den Nadel durchziehen, hier rein, also jetzt nichts, sondern wirklich nur den Haken durch diesen Loch, ihr könnt es sehen, durch diesen Loch durchziehen, Faden um den Nadel, dann habt ihr 2 Maschen, also 2 Schlaufen auf der Nadel, meine Güte, Sieger,
Dann haben wir schon die zweite Liebesknochen. Ein bisschen ziehen. Immer, also versuchen immer die gleiche Länge. Faden um den Nadel. Hier auch festhalten. Mit eure Finger durch. Durch dieses Löchlein. Und wieder eine feste Masche. Und jedes Mal, wenn ihr weitergeht, immer wieder diese feste Masche festhalten. So, durchziehen. Faden um die Nadel. Durch die Schlaufe. Und wieder in diesen Zwischenraum. Faden holen. Und durch beide Schlaufen durchziehen. Und wieder ein bisschen ziehen. Festhalten. Hier oben festhalten, wo die feste Masche ist. Faden um den Nadel, durchziehen, durch diesen Zwischenraum, Faden holen und durch die zwei Maschen. Das macht ihr im Grunde genommen so lang, wie ihr euer Schlaufe, also euer Stola haben wollt. Wenn ihr, also ich häkel jetzt 35, also 36 Stück und wenn ich da angekommen bin, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt tatsächlich 34 Maschen aufgenommen und zeige euch, wie es jetzt weitergeht. Hier ist unsere letzte Schlaufe. Die ziehen wir ein bisschen fester und gehen 1, 2, 3. Wir lassen drei Löcher, also diese Knoten, lassen wir unbeachtet. Also wir müssen nämlich in die feste Masche, in die erste, zweite, dritte feste Masche, wieder eine feste Masche machen. So. Und somit haben wir hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ich ziehe es ein bisschen hoch, eine Liebesknoten, noch ein Liebesknoten und noch eins. Also haben wir hier drei Liebesknoten oder Solomon-Knoten. Ich finde, Liebesknoten hört sich sehr schön an. So, dann machen wir zwei in die Höhe. Haben wir ja schon einige gemacht, also Faden hochziehen, Faden um den Nadel, durchziehen, wieder in diesen Zwischenraum, Faden holen und ich sitze nämlich auf der Schaukel, weil eben kamen ein Haufen Ameisen und haben mich angepiekt. Da hat mein Mann mich ja bestimmt aufgenommen, ich habe das gemerkt. Naja, auf jeden Fall zwei Knoten in der Höhe. Dann lassen wir einen unbeachtet, also eine feste Masche unbeachtet und gehen in die nächste feste Masche rein, machen wieder eine feste Masche, ziehen durch beide durch und ziehen wieder hoch, Faden um den Nadel und machen wieder zwei Liebesknoten. Denkt dran, immer hier festzuhalten, damit ihr einen vernünftigen Tension habt. Ich habe schon wieder das deutsche Wort vergessen. Spannung. Ja, Goldstück. Gold, jau, jau, jau. Zwei Stück in der Höhe. Eine unbeachtet lassen und in die nächste feste Masche wieder eine feste Masche machen. Auch festhalten wieder. Festhalten. Hochziehen. Faden um den Nadel. Eine Masche herstellen. In unseren Zwischenraum gehen und wieder eine feste Masche. Hochgehen mit unser Fingerchen. Hoch, festhalten. Und wieder ein Liebesknoten. Und eine aussetzen und in die feste Masche, in die zweite feste Masche, wieder eine feste Masche. Festhalten, hochziehen, ein Liebesknoten machen. Durch beide. Festhalten, das ist das wirklich das A und O. Festhalten und hochziehen und
die nächste. Dann habe ich auch wieder zwei in der Höhe. Die oder der Höhe, was ist richtig? In der Höhe. Der Höhe, okay. Ich Engländerin, ihr wisst das ja, hoffe ich. Nicht, dass ihr denkt, dass ich doof bin. Also, eine auslassen und jetzt wird's windig. Und wieder die nächste feste Masche ziehen, durchziehen, festhalten, hochziehen, Faden um den Nadel, durch die Masche, wieder durch unseren großen Löchlein, Faden holen und die nächste feste Masche hoch, um den Nadel, euer Haken durch das große Loch und wieder eine feste Masche. Und immer eine feste Masche auslassen und in die nächste rein. Und wenn wir am Ende angekommen sind, zeige ich euch, wie es weitergeht. Also jetzt könnt ihr hier sehen, es ist jedes Mal eine Schlaufe. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Jedes Mal eine Schlaufe. Jetzt bin ich am Ende angekommen. Ich habe hier meine zwei Liebesknoten in der Höhe. Und hier ist ja unser nächstes und hier ist unser Anfangsknubbel. Und in diesen Anfangsknubbel gehen wir rein, holen uns den Faden und machen wieder, und die ziehen wir gleich, und machen wieder eine feste Masche. So, und hier am Ende machen wir nämlich nicht nur zwei, sondern drei Liebesknoten. Eins, zwei und noch eine dritte. So, jetzt drehen wir unsere Arbeit. Hierbei müsst ihr aufpassen, dass ihr wirklich das obere Oberhaar oben haben und nicht das untere. Also wirklich diese kleine, die Brücken, ich nenne sie kleine Brücken, dass die oben sind. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir ja, ich muss ein bisschen Faden ziehen, jetzt haben wir unsere End-3. Also ich würde sagen, wenn wir normal häkeln würden, sind das Steigemaschen, aber das sind unsere drei Liebesknoten. Wir stechen in den ersten hier rein und es geht im Grunde genommen immer wieder von vorne los. Machen unsere feste Masche und machen wieder zwei Liebesknoten in der Höhe. So, wir lassen diesen aus und gehen in den Bogen rein. Hier war vorher unsere feste Masche und wir gehen jetzt in den Bogen rein. Und machen wieder eine feste Masche und zwei Liebesknoten. Festhalten, immer wieder sage ich festhalten. Da kriegt ihr die richtige Spannung hin. Und diesen lassen wir aus. Ich mache gleich auch ein paar Fotos. Diesen lassen wir aus und gehen in den Bogen von der vorherigen Reihe. In die feste Masche rein. Und machen wieder eine feste Masche. Aufpassen, dass ihr immer beide Fäden mitkriegt. Und wieder zwei Liebesknoten in der Höhe. Mehr ist es nicht. Das ist wirklich die ganze Herrlichkeit. Den lassen wir frei und gehen in den Bogen wieder rein. Machen eine feste Masche. Was das war, weiß ich nicht. Das hat so... Und machen wieder zwei in die Höhe. Mache ein bisschen schneller und denkt dran, nicht, dass es sich verdreht und ich habe plötzlich den unteren Teil oben. Immer aufpassen, dass der Bogen oben ist. Es ist nur die erste Reihe, dass ein bisschen quickler-quackel ist. Und da wieder rein. Und wenn wir am Ende ankommen, ich gehe einmal, halte fest hier, gehe zum Ende, 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 Ende. Hier würdet ihr, da geht ihr rein beim letzten, den lasst ihr aus und diesen letzten Knoten, da geht ihr rein. Da sehen wir uns aber auch gleich wieder. Ich häkel bis zu Ende und hier sind die drei, die im Grunde genommen, die wir rumgestrickt haben. Das ist die drei Steigemaschen und das sind die drei, die da sind. Ich häkel zu Ende und wenn ich hier angekommen bin, dann zeige ich es noch einmal. Aber bis dahin denke ich, das kriegt ihr. Das kriegt ihr gut hin. Das ist ein ganz tolles, einfaches, schnelles, fluffiges Sommerstola.
Ihr könnt es auch mit einem Bobbel machen, ohne Mohair, aber für die kühle Sommerabende, wenn man draußen schön gegrillt hat oder wenn es ein bisschen kuschelig, warm, also kühl wird, dann ist mit ein bisschen mit Mohair immer toll. Auslassen, da wieder rein, zwei hoch, auslassen, da wieder rein. Aber wenn ich am Ende bin, dann treffen wir uns wieder. Also, hier bin ich am Ende jetzt angekommen. Ich bin wieder zwei in die Höhe gegangen. Ihr müsst meine Finger entschuldigen, das sind Gartenfingernägel. Aber ich habe gedacht, ich wollte unbedingt euch diese tollen Strollers zeigen. Also verzeiht mir meine, ne, auch nicht lackiert, Mann, oh Mann, oh Mann, Sieger. Auf jeden Fall zwei in der Höhe. Die lassen wir. Und jetzt geht der Nachbar los mit seinem Motorrad. War ein bisschen schön draußen in unserem Garten. Den lassen wir. Und hier könnt ihr eigentlich, das könnt ihr super sehen. Das sind die drei. Eins, zwei, drei. Das sind die drei Liebesknoten, die wir am Anfang gemacht haben. Und hier ist unsere, hier lassen wir und hier gehen wir rein. Da rein. Feste Masche. Dann gehen wir wieder. Festhalten. Wieder drei in der Höhe. Eins. Festhalten, zwei, festhalten, drei, drehen, die Arbeit drehen. Ich gehe jetzt aus dem Bild, ich sehe das schon. Und denkt dran, nicht das, weil es ganz oft passieren kann, dass man die falschen nimmt. Wir nehmen die oberste, also nicht, dass ihr da hingeht. Ich habe die Tage beim Zeigen, bin ich hier bei meinen Blauen, bin ich hier lang gegangen, ich dusselige Kuh. Okay, und hier gehen wir jetzt hier tatsächlich rein in die erste, den, das ist ja unsere erste feste Masche. Und hier ist die zweite feste Masche. Und dann machen wir wieder eine feste. Und da könnt ihr es auch gut sehen. Da haben, das sind die drei, die wir haben. Und anschließend sind es dann die zwei, die hängen bleiben. Und da gehen wir rein. Also wieder zwei hoch, eins, hier festhalten, sage ich immer wieder, und durchs große Loch, zwei, und dann lassen wir den wieder unbeachtet und gehen in den Bogen rein. Und so geht es weiter bis zum Ende. Ich werde von oben gefilmt, ich mache es nicht selber. Goldstück steht hinter mir und kuschelt mit seinen kleinen Bäuchlein an meinen Kopf, das ist auch schön. Klein. Klein. Ja, ich bin höflich. Ich sag klein. Ich sag nicht, du bist fett. Nein. Nein. Bär. Teddybär.